Wir kommen zum Thema 2.5 und damit zur subjektorientierten Prozessmodellierung. Wir haben ja bis jetzt mehrere Modellierungssprachen bereits besprochen, begonnen mit den Flowcharts, dann weitergehend zur EPK, haben uns hier also flussorientierte Sprachen angeschaut, haben uns dann mit den Aktivitätsdiagrammen noch eine Modellierungssprache angeschaut, die das erste Mal Kommunikation in die Modellierung wirklich mit einbezieht, also mit den Signalen eine Möglichkeit bietet, Kommunikation abzubilden. Im letzten Thema haben wir uns sehr ausführlich dann mit der BPMN beschäftigt, die, wie wir jetzt mittlerweile wissen, nicht nur Konstrukte zur Flussmodellierung bietet, sondern ganz explizit und relativ mächtig auch Möglichkeiten zur Kommunikationsmodellierung, anbietet. Und als letzte Modellierungssprache in diesem Themenbereich sehen wir uns jetzt die subjektorientierte Prozessmodellierung an, die ganz radikal einen kommunikationsorientierten Ansatz vertritt, also die Kommunikation als primäres Strukturierungsmittel in der Prozessmodellierung verwendet, wo die BPMN uns das noch freilässt, ob wir eher flussorientiert oder eher kommunikationsorientiert modellieren oder Kombination von beiden verwenden. Verfolgt die subjektorientierte Prozessmodellierung immer einen kommunikationsorientierten Ansatz. Vielleicht gehen wir wieder einfach anhand der Notationselemente vor und schauen uns an, was wir hier als Idee dahinter liegen haben. Grundsätzlich sprechen wir in der subjektorientierten Prozessmodellierung immer von miteinander interagierenden Subjekten. Das heißt, wir haben ein Notationselement oder ein Notationselement Subjekt. Das heißt, in einem Prozessmodell kann es mehrere Subjekte geben und diese Subjekte tauschen Nachrichten untereinander aus. Und mit diesen Nachrichten lösen sie Verhalten in diesen Subjekten aus. Das heißt, das Subjekt kann man sich jetzt vorstellen als einen Mensch, als eine Maschine, als eine Abteilung. Da kommt eine Nachricht rein, wir tun irgendetwas mit dieser Nachricht, so wie in der BPMN, wie in einem Pool, und schicken dann als Ergebnis wieder eine Nachricht an jemanden anderen, der dann mit dieser Nachricht weiterarbeiten kann. Also vom Prinzip her ähnlich wie in der BPMN das Pool-Konzept mit den Message-Flows, hier nur konsequent zu Ende gedacht, mit Subjekten, die ihr eigenes Verhalten kapseln. Das wird nach außen hin nicht sichtbar. Es gibt auch nicht die eine gemeinsame Prozessmodelldarstellung, sondern es wird jedes Subjekt separat modelliert und dann gibt es eine Darstellung, die noch die Interaktion zeigt. Das heißt, und das sehen wir auch hier schon, wir unterscheiden zwei Arten von Diagrammen in der SBPM. Das ist einerseits das Interaktionsdiagramm, wo wir eben die Nachrichtenflüsse beschreiben, und andererseits das Verhaltensdiagramm, wo wir das Verhalten in den einzelnen Subjekten beschreiben. Auf Interaktionsdiagrammebene modellieren wir die Subjekte, die wir kennen, und welche Nachrichten die untereinander austauschen. Sagen noch nichts, wieder wie in der BPMN, noch nichts über die Reihenfolge dieser Nachrichten aus, sondern definieren nur mal, welche Information generell ausgetauscht wird. Die Reihenfolge ergibt sich dann aus dem Verhalten der einzelnen Subjekte. Wenn wir jetzt in die Subjekte reinsteigen, die wir modelliert haben, kennen wir, und da sehen wir jetzt den großen Unterschied schon zur BPMN, im Wesentlichen nur drei Modellierungselemente, mit denen wir dieses Verhalten abbilden. Zwei davon haben etwas mit der Nachrichtenhandhabung zu tun, nämlich senden. Wir schicken eine Nachricht an jemanden anderen und empfangen. Wir empfangen eine Nachricht von jemandem anderen und dazwischen tun wir was. Das heißt, einen Funktionszustand, da passiert dann die eigentliche Arbeit. Diese Zustände werden mit Verbindungen zueinander in Beziehung gesetzt, und an diesen Verbindungen können wir auch das kennen wir schon Bedingungen für den Zustandsübergang angeben. Sowas wie ein Gateway gibt es in diesem Fall auch gar nicht, weil wir aus einem Zustand, zum Beispiel aus einem Empfangszustand, wo wir eine Nachricht erhalten haben, werden wir dann sehen, einfach mehrere ausgehende Verbindungen modellieren können und da einander ausschließende Bedingungen formulieren können, die dann den Fluss verzweigen. Der große Unterschied
Also man könnte jetzt fragen, okay, so kann man eine Alternative, einen alternativen Fluss abbilden. Wie kann man Parallelisierung abbilden? Bei der Parallelisierung ist es so, dass man in der SPPM, wieder im Gegensatz zur BPMN, bei der SPPM davon ausgeht, dass ein Subjekt durch einen Akteur repräsentiert wird und dieser Akteur keine Tätigkeiten gleichzeitig ausführt. Das heißt, er kann sich immer nur in einem Zustand befinden. Ein System, ein Subjekt, das durch ein System repräsentiert wird, ein menschliches System oder ein technisches System, kann immer nur in einem bestimmten Zustand sein und dementsprechend kann es keine parallelen Zustände geben. Parallelisierung wird hier abgebildet, indem man die einzelnen Tätigkeiten auf unterschiedliche Subjekte verteilt und dann, wenn es denn sein muss, in diesen Subjekten, die kann man sich auch wie Rollen vorstellen, diese Subjekte ein und demselben Akteur dann in der Ausführung zuweist. Das heißt, man kann sich dann unterschiedliche Kapperl aufsetzen und sagen, jetzt agiere ich gerade als Sachbearbeiter und habe die und die Aufgabe, bin in dem und dem Zustand, die und den Funktionszustand, kann das machen und jetzt setze ich mir das andere Kapperl auf und bin vielleicht die Posteingangsstelle, ja, auch wenn das quasi die gleiche Person durchführen würde, und habe in dieser Funktion folgende Funktionen in meinem aktuellen Funktionszustand auszuführen. Gut, wir gehen im nächsten Schritt jetzt gleich zu den Beispielen über. Wichtig aus theoretischer Sicht nochmal zu wiederholen, wir haben nicht ein Modell, sondern mehrere Modelle, also wir haben ein Modell, aber mehrere Modellvisualisierungen, die dieses Modell abbilden. Einmal ein Interaktionsdiagramm und mehrere Verhaltensdiagramme, die das Verhalten der Subjekte beschreiben. Das sind formal gesehen eben diese Verhaltensdiagramme sind das Zustandsdiagramme. Bedeutet ein Zustandsdiagramm ist so, dass man in einem das beschriebene System immer nur in exakt einem Zustand sein kann. Es gibt also nicht so was wie eine Parallelisierung innerhalb eines Subjektes. Es gibt nur die Verzweigung und die Verzweigung brauchen wir dementsprechend nicht mit einem Gateway abbilden, sondern können das einfach mit ausgehenden Kanten in unserem Zustandsdiagramm formulieren, an denen wir Bedingungen anhängen.